Moin Moin zusammen und willkommen. Hier ist wieder Sebastian vom Trader auf trader-online.de, eurem Fachversand für Magic und Yu-Gi-Oh! Einzelkarten. Alle Einzelkarten, die ihr heute sehen werdet, sowie Zubehörartikel und noch viel mehr, findet ihr auf der Website. Folgt uns auf Facebook, wenn ihr über laufende Aktionen informiert bleiben wollt, und addet unsere Filme doch auf unserem YouTube-Channel. Ja, was haben wir heute für euch? Wir haben ein Fatpack M14 Hauptset. Nigelnagelneu. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen aufgemacht, damit ich euch das jetzt zeigen kann. Wir sehen Chandra. Und ich muss ehrlich schon sagen, sie sieht sehr, sehr schick aus, die junge Dame. Jetzt siehst du mal diese Außenverpackung. Schickes Artwork. Sieht gut aus. Dazu machen wir erstmal damit weiter. Der Players Guide. Den gibt es jedes Mal dabei bei den Fatpacks. Bei diesem geht es ja nochmal so ein bisschen Einführung über M14, was ist alles drin. Halt die einzelnen Planeswalker werden noch ein bisschen vorgestellt und es wird halt auch auf die Remasuris wieder eingegangen, die ja jetzt hier wieder neu aufgelegt werden. Dazu hat jede Farbe hier so einen eigenen, über seinen oder mit seinem Planeswalker so eine eigene kleine, ja, Deckerläuterung, wie man was spielen kann, welche Karten da gut sind in einem 14. Es gibt es halt für jede Farben: Blau mit Jace, Weiß Ayani, Schwarz mit Liliana, Rot mit Chandra und Grün mit Garuk. Und das Gleiche, hatte ich ja gerade schon gesagt, Remasuris sind wieder drin, die Sliver. Wir haben die hier auch nochmal eben Sliver-Deck erläutert und vorgestellt. Weiter geht's mit den Top 10 der aktuell oder der Magic 2014 Edition und wie immer eine Enzyklopädie aller Karten, die halt in diesem Block vorkommen. Ja, das Fatpack, was wir hier haben, umfasst halt neben diesen beiden Sachen auch eine sehr coole Deckbox, wieder mit Chandra drauf. Schön schwarz-rot, also ich finde, das ist, sieht wirklich sehr gut aus. Hat was. Drinnen, ich mach's mal auf, haben wir 9 Booster, zu denen komme ich gleich, 80 Basic Lands, einen Würfel und 2 Deckboxen. Für eure Karten, einmal Garuk, einmal Chandra. Dann den besagten Würfel, schwarz-weiß, mit dem M14 Logo. Dann hatte ich gerade gesagt 80 Basisländer. Aber hier ist von jedem halt genug dabei, damit ihr direkt aus dem Fatpack was bauen könnt. Und die besagten 9 Booster. Die wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich mache die mal Stück für Stück auf, schaue uns so ein bisschen die Karten an, erkläre ein bisschen was dazu. Und ja, Daumen drücken. Vielleicht sehen wir heute mal ein paar schöne Karten, damit ihr einen Einblick in das Set bekommt. So, wir starten mit Shadowborn Apostel. Da können wir beliebig viele von im Deck haben. Und wenn wir einen Mana bezahlen, das opfern, 6 davon opfern, Entschuldigung, dann dürfen wir unser Deck nach einem Dämon durchsuchen und den aufs Spielfeld bringen. Danach unsere Bibliothek mischen. Gibt halt ein paar Karten, ein paar dicke Dämonen, die halt darauf aufbauen. Time Elf, eine Sorcery in Blau, die kennen wir. Dürfen wir eine Kreatur oben auf das Deck des Beherrschers legen. Sehr schöne Karte. Pay No Heed. Wir verhindern den Schaden einer Quelle unserer Wahl in diesem Zug. Vile Reverse. Ein schwarzer Spontanzauber. Wir dürfen eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof entfernen und einen 2-2 Zombie-Speedstander für ein Spiel bringen. Gute Karte, finde ich. Korallenmeerfolg. Immer wieder geil. Super Karte für Blau. Macht Spaß im Draft. Günstig. Hier haben wir den ersten Sliver, also den ersten Remasuri. Für ein Mana 1-1 und Sliver-Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Erstschlag. Das Besondere bei den Slivern ist halt, dass die nur die Remasuris oder Sliver bestimmen, die wir kontrollieren. Früher war es so, dass halt auch die des Gegners mit einbezogen worden sind. Und der kostet halt nur ein Mana. Seacross Drake für 2 Mana eine 1-3 fliegende in Blau. Solemn Offering, dürfen wir ein Artefakt oder ein Enchantment zerstören, wir bekommen 4 Lebenspunkte. Quark Sickness, schwarz, 3 Mana, eine Verzauberung, kriegt eine Kreatur minus 1 für jeden Sumpf, den wir kontrollieren.
Dann kommen wir zum Uncommons. Tenacious Deed. Für einen Mana, eine 1-1. Wenn er stirbt, dürfen wir 2 Mana bezahlen. Wenn wir das machen, kommt er getappt aufs Spielfeld zurück unter der Kontrolle des Beherrschers. Die ist gut. Staff of the Flame Mages. Okay. Von diesen Staffs gibt es jeweils einen in jeder Farbe. Und immer wenn wir halt in diesem Fall bei einem roten Spruch spielen oder ein Gebirge unter unserer Kontrolle aufs Spielfeld kommt, kriegen wir einen Lebenspunkt dazu. Die sind deutlich stärker als diese alten Lebensmacher. Da ging es nämlich nur darum, immer wenn ein Spruch gespielt wird, kriegen wir einen Lebenspunkt. Aber hier kommt halt das Mana nochmal mit dazu. Angelic Accord, eine Verzauberung. Zu Beginn des Endsteps dürfen wir einen 4-4 Engel-Spielstand mit Flugfähigkeit reinbringen, sofern wir 4 oder mehr Leben bekommen haben in diesem Zug. Und die Rare Silence. Ein Mana, ein Spontanzauber. Unsere Gegner können keinen Spruch in diesem Zug spielen. Gute Karte. Oh, auch schön. Duras in Foil. Zwang. Wir dürfen, oder Gegner zeigt seine Hand vor und wir bestimmen eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte davon und der Gegner wirft diese ab. Schöne Karte. Ja, dazu noch ein Gebirge. Und noch ein bisschen Werbungskarte. Okay. Booster 1. Ja, das war schon gut. Duras in Foil. Sieht schick aus. Also sind auch wirklich wieder gute Karten dabei, die man wirklich auch spielen kann in verschiedenen Formaten. Hier haben wir noch einen Soulmender. 1-1 in Weiß für einen Mana. Wenn wir den tappen, kriegen wir einen Lebenspunkt dazu. Accursed Spirit. 4 Mana, 3-2 Intimidate. Kann also nur von Kreaturen geblockt werden, die seine Farbe und oder Artefakt sind. Ist gut. Cyclops Tyrant, auch Intimidate, für 6 Mana 3-4, kann nicht Kreaturen blocken, die Stärke 2 oder weniger haben. Rumbling Barlos, 4-4 für 4 Mana, sehr solide grüne Karte, wie ich finde. Da ist Preis und Leistung echt ausgewogen. Dawnstrike Paladin, 5 Mana, 2-4, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung, gute Karte. Nochmal das Korallenmeervolk, das hatten wir vorhin schon mal. Mindrot lässt den Spieler 2 Karten abwerfen für 3 Mana, einen Schwarz. Hive Starrings, 3 Mana, eine Hexerei, bringt 2 1-1 farblose Sliver-Kreaturen, Spielsteine aufs Spielfeld. Verstärkt also unsere Remasuri-Armee. Der Elvish Mystic, 1 Mana, 1-1, macht uns, wenn er tappt, ein grünes Mana, das war so ein Langover 11. Den Goblin Shortcutter, wenn er das Spielfeld betritt, kann eine Kreatur in diesem Zug nicht blocken. Für 2 Mana. Sheev's Embrace, eine Verzauberung für 4 Mana. Die Kreatur kriegt +2/+2 und hat Flugfähigkeit und sie hat die Fähigkeit für ein rotes Mana +1/+0 bis zum Ende des Zuges zu bekommen. Sehr starke Karte im Draft. Hier haben wir den Staff of the Wild Magus. Wie wir vorhin das rote Stück hatten, ist das das grüne Pendant dazu. Macht halt für einen grünen Spruch, den wir sprechen, oder immer wenn ein Wald unter unsere Kontrolle reinkommt, einen Lebenspunkt. Artificer's Hex. Okay, ein schwarzes Mana. Komplizierte Karte. Ist eine Verzauberung. Eine Verzauberung, die eine Ausrüstung verzaubern soll. Und zu Beginn unseres Versorgungssegments, wenn die Ausrüstung, mit der wir hier verzaubert haben, ausgerüstet ist an einer Kreatur, dürfen wir diese Kreatur zerstören. So rum. Also wir müssen was verzaubern, eine Ausrüstung. Und diese Ausrüstung muss dann an einer Kreatur angelegt sein. Dann dürfen wir die zerstören während unseres Versorgungssegments. Ja, den Fiendslayer Paladin. Sehr gute Karte. 3 Mana, 2-2, weiß. Erstschlag, Lebensverknüpfung. Und der kann nicht das Ziel von roten Sprüchen oder schwarzen Sprüchen sein, die unsere Gegner kontrollieren. Sehr spielstarke Karte. Und hier haben wir noch einen Sumpf. Und ein Go-Token. 0-1, Ziegentoken. Ja. Und das war Booster Nummer 2. So, weiter geht's dann mit Booster Nummer 3. Und Seismic Stomp, 2 Mana, rot, eine Hexerei. Kreaturen ohne Flugfähigkeit können diesen Zug nicht blocken. Gute Karte, finde ich. Kann im entscheidenden Moment wirklich das Spiel gewinnen. Divination, 3 Mana, lässt uns 2 Karten ziehen. Der Festering Newt, 1 Mana, 1-1, schwarz. Wenn er stirbt, kriegt eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Falls wir allerdings eine Kreatur namens Bokru Witch kontrollieren, kriegt diese Kreatur -4/-4 stattdessen.
lustige Karte. Nochmal den Rumbling Barlot. Dawnstrike Paladin hatten wir auch schon mal. Academy Raider. 3 Mana, 1-1, Intimidate. Und immer wenn der Schaden zum Spieler zufügt, dürfen wir eine Karte abwerfen. Wenn wir das machen, ziehen wir dafür eine Karte. Kann also je nach Situation schon hilfreich sein, wenn wir nur in dem Moment unnütze Karten auf der Hand haben oder einfach was abwerfen müssen. Nochmal das Korallenmeervolk. Mindrot. Five Star Rings. Rimasuri Deck. Den Elvish Mystic. Okay, Flames of the Firebrand. Das ist eine gute Karte. 3 Mana, eine Hexerei, die fügt 3 Schadenspunkte zu, die wir auf bis zu 3 Ziele verteilen können. Sehr solide. Wird oft gespielt. Staff of the Sun Magus. Jetzt haben wir den roten, grünen und den weißen zusammen. Wir kriegen halt immer einen Lebenspunkt, wenn wir einen weißen Spruch spielen oder eine Ebene unter unser Controllerspiel betritt. Zengir-Vampir, ja, immer wieder gut. 5 Mana, 4-4 fliegend. Und immer wenn er einer Kreatur Schaden gemacht hat und die stirbt in diesem Zug, kriegt er einen 1-1-Counter drauf. Ist eine sehr, sehr starke Karte. Und Traumatize, 5 Mana, eine Hexerei. Ein Spieler legt die Hälfte seiner Bibliothek abgerundet in seinen Friedhof rein. Sehr gute Karte, macht Spaß. Noch eine Insel. Oh, und ein Elementar-Token, 1-1. Schickes Artwork. Gut, das war Booster 3. Kommen wir zu Booster Nummer 4. So, Carpathian Knight. Ja, ich habe mich gefreut, dass sie wieder aufgelegt wurde. 2 Mana, 1-1, Erstschlag und der kann für 2 Mana plus 1 plus 0 bis zum Ende Suist kriegen. Essence Scatter lässt uns für 2 Blau oder für 2 Mana ein Blau einen Kreaturenzauber neutralisieren. Seismic Stomp haben wir nochmal. Demolish zerstört ein Artefakt oder ein Land für 4 Mana in Rot. Root Waller, 3 Mana, 2-2, hat die Fähigkeit für 2 Mana plus 2 bis zum Ende des Zuges zu bekommen. Dürfen allerdings nur einmal pro Zug einsetzen. Trotzdem eine gute Karte. Celestial Flare, 2 Mana in Weiß. Ein Spieler opfert eine angreifende oder blockende Kreatur. Ein gutes weißes Removal. Glade Cover Scout, 1 Mana, 1-1 und fluchsicher. Trained Condor, blau, 3 Mana, 2-1 Flieger. Immer wenn er angreift, kriegt eine Kreatur, die wir kontrollieren, Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Altar's Reap. Schwarz, 2 Mana, Spontanzauber. Zusätzliche Kosten, um diesen Spruch zu spielen, müssen wir eine Kreatur opfern und ziehen dafür 2 Karten. Ist gut, in Schwarz sehr sinnig. Wir kriegen eh viele Karten aus dem Friedhof wieder. Oder opfern gerade was Passendes und dafür nochmal 2 Karten ziehen. Sehr gut. Dragon Hatchling, ein kleiner Drache, 2 Mana, 0-1, Flugfähigkeit. Und für ein rotes Mana kriegt er plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Hier haben wir noch einen Counterspell, einen Spellblast, x Mana plus ein blaues und wir dürfen halt einen Spruch neutralisieren mit umgewandelten Mana-Kosten von x. Zum Beispiel, wenn der Spruch 5 Mana kostet, wären x halt auch 5 Mana, die wir bezahlen müssen. Hier haben wir noch den Gnawing Zombie, 2 Mana, 1-1. Für 2 Mana und wenn wir eine Kreatur opfern, dürfen wir einen Spieler einen Lebenspunkt verlieren und wir kriegen einen Lebenspunkt. Das Elixir of Immortality, 1 Mana, ein Artefakt. Für 2 Mana können wir das opfern und kriegen 5 Lebenspunkte. Ne, Moment, wir müssen das gar nicht opfern. Für 2 Mana tappen, wir kriegen 5 Lebenspunkte und wir mischen das Elixir of Immortality und unseren Friedhof in unser Deck zurück. So rum ist es. Gute Karte gegen Decktod-Strategien über Traumatize oder ähnliches. Okay, Dark Prophecy. 3 Mana, schwarz, eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, ziehen wir eine Karte und verlieren einen Lebenspunkt. Und dazu noch ein Plains. Und noch ein bisschen Werbung. Gut, das waren die ersten 4 Booster. Weiter geht's mit Nummer 5. So, erste Karte, Trollhide. 3 Mana, eine Verzauberung in grün. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 2 und hat für 2 Mana Regeneration.
Die Angelic Wall, schöne, günstige Mauer. Für 2 Mana, weiß 0-4, Verteidiger und Flugfähigkeit. Sehr gut. Bloodburn, 3 Mana, 2-2. Wenn wir eine andere Kreatur opfern, kriegt der junge Mann hier +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Smelt, zerstört für 1 rotes Mana ein Artefakt. Hunt the Weak, ein grüner Spruch, eine Hexerei für 4 Mana. Wir dürfen eine 1-1-Marke auf eine Kreatur, die wir kontrollieren, legen. Dann kämpft diese Kreatur gegen eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Heißt, sie fügen sich gegenseitig Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Ein grünes Removal im Prinzip. Chandra's Outrage, für 4 Mana und Spontanzauber, fügt 4 Schadenspunkte zu einer Kreatur und 2 Schadenspunkte zu dem Beherrscher dieser Kreatur zu. Cancel, gutes altes Counterzeug, neutralisiert für 3 Mana ein Spruch. Giant Growth, Riesenwuchs, 1 Mana und eine Kreatur kriegt +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Pillarfield Ox, das ist eine 2-4 Kreatur für 4 Mana, ohne besondere Fähigkeiten, aber ein Blocker. Und hier haben wir den Staff of the Death Magus, das schwarze Stück davon. Immer wenn wir einen schwarzen Spruch spielen oder einen Sumpf oder das Spielfeld unter unserer Kontrolle betritt, kriegen wir einen Lebenspunkt dazu. Es fehlt nur noch einer. So, hier haben wir den Vampire Warlord. 5 Mana, ein Vampir, 4-2. Wenn wir eine andere Kreatur opfern, dürfen wir den Warlord regenerieren. Und hier ein schwarzes Removal. Doomblade für 2 Mana, dürfen wir eine nicht schwarze Kreatur zerstören. Und wir sehen nochmal einen Traumatize. Ja, gut. Oh, und eine Vollkarte haben wir auch noch, eine Voll-Rare sogar. Door of Destinies. Okay, also wenn ihr Spielfeld betritt, dürfen wir einen Kreaturentyp wählen. Immer wenn wir einen Spruch dieses bestimmten Types gesprochen haben, dürfen wir eine Ladungsmarke auf die Door of Destinies packen. Und Kreaturen, die wir kontrollieren von diesem gewählten Typ, kriegen +1/+1 für jede Ladungsmarke darauf. Nehmen wir zum Beispiel die Slivers, die in diesem Block ja recht da sind, dann kann man damit schnell große Viecher zusammenzüchten. Ist eine gute Karte und vor allem Foil ist immer gut. Dazu noch einen Wald und noch ein bisschen kleine Informationen, welche Zustände die Karten haben. Common, Uncommon, Rare, Mystic. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Booster. So, 4 Booster haben wir noch. Kicken wir mal. Capuchin Knight, 1-1 hatten wir gerade schon mit First Strike und den können wir pushen in weiß. Den Corpse Hauler, für 2 Mana, 2-1 schwarz. Wenn wir den 3 Mana bezahlen und den opfern, dürfen wir eine andere Kreatur aus unserem Friedhof auf unsere Hand zurückbringen. Tauscht sich also wunderbar aus. Cyclops Tyrant hatten wir gerade schon mal. Divination, 2 Karten ziehen. Armored Cankrix, 5 Mana, eine 2-5 Krabbe in blau. Rumbling Barlord, hat man auch schon, 4-4 für 4 Mana. Spore Mount hatten wir noch nicht. 3-3 Fungus für 5 Mana in grün. Immer wenn ein Land das Spielfeld unter unserer Kontrolle betritt, dürfen wir einen 1-1 grünen Sapling-Spielstein aufs Spielfeld bringen. Gute Karte, macht Spaß. Aura Monster, weiß, 2-2 für 3 Mana. Wenn das Spielfeld betritt, dürfen wir eine Verzauberungskarte aus unserem Friedhof auf unsere Hand zurückbringen. In diesem Block gibt es halt wieder viele Verzauberungen, daher macht das Teil echt Sinn. Death Gaze, Cockatrice, 4 Mana, 2-2, fliegend und Todesberührung in schwarz. Hier haben wir den Act of Treason, 3 Mana, eine Hexerei. Wir bekommen die Kontrolle über eine Kreatur unserer Wahl bis zum Ende des Zuges, die dürfen wir noch enttappen und die kriegt auch noch Eile bis zum Ende des Zuges. Klaut dem Gegner also seine guten Karten und wir können damit Unfug treiben. Briarpack Alpha, für 4 Mana, eine 3-3 Kreatur mit Aufblitzen und wenn ihr Spielfeld betritt, kriegt eine Kreatur unserer Wahl noch +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Gute grüne Karte. Nochmal das Doomblade, zerstört eine nicht schwarze Kreatur. Elixir of Immortality, hatten wir schon mal. Und Nightmare, in schwarz. 6 Mana, fliegend und die Stärke und die Widerstandskraft des Nightmares sind in Höhe der Anzahl der Sümpfe, die wir kontrollieren. Das heißt, 7 Sümpfe machen dieses liebe Pferd zu einer 7-7 fliegenden Kreatur.
Super tolle Karte, immer wieder schön. Auch schon elendig alt. Ist aber gut in dem Block. Jetzt haben wir noch ein Gebirge. Oh ja, und einen schönen Token, Sliver-Token. Man sieht, das Artwork der Slivers ist auch deutlich humanoider. Die sehen jetzt so ein bisschen menschlicher aus. Schon so ein bisschen wie Predators. Schick. So, Booster Nummer 7. Fängt an mit Frostbrass. 3 Mana, ein Spontanzauber, wir dürfen bis zu 2 Kreaturen tappen und diese Kreaturen enttappen nicht während des nächsten Enttapp-Segments des Beherrschers. Eine gute blaue Karte. Chandra's Outrage, hatten wir gerade, 4 Schaden zu einer Kreatur, 2 zu dem Beherrscher dieser Kreatur. Dark Favor, eine schwarze Aura. Wenn die hier spielen, verlieren wir einen Lebenspunkt, aber eine Kreatur kriegt plus 3, plus 1. Shrivel, 2 Mana, eine Hexerei, alle Kreaturen kriegen minus 1 bis zum Ende des Zuges. Da in diesem Block sehr viele Kreaturen auch nur eine Verteidigung von 1 haben, ist die Karte nicht schlecht. Zum Beispiel der, Elvish Mystic, hatten wir vorhin schon mal, ein 1-1 für ein grünes Mana und wenn wir ihn tappen, produziert er ein grünes Mana. Korallenmeerfolg, auch eine Verteidigung. Striking Sliver, den hatten wir vorhin schon mal. First Strike gibt er all unseren Remasuris. Seacoast Drake, Flieger 1-3 für 2 Mana. Ja, zerstört Artefakt oder Verzauberung, hatten wir auch schon. Und den Mana Weft Sliver für 2 Mana, 1-1. Alle Kreaturen, alle Sliver, die wir haben, erhalten die Fähigkeit, wenn wir die tappen, produzieren die 1 Mana einer beliebigen Farbe. Und gut, macht unsere Sliver deutlich schneller, wenn die selbst noch Mana produzieren können. Sheev's Embrace, Verzauberung hatten wir vorhin schon mal. Und hier haben wir die Wall of Frost, ein Verteidiger, 0-7 für 3 Mana. Wenn die eine Kreatur blockt, enttappt diese Kreatur während des nächsten Enttapp-Segments nicht. Das ist ein super blauer Defender, da kann man nichts gegen sagen. Und Indestructibility. Für 4 Mana eine Aura. Die verzauberte bleibende Karte ist unzerstörbar. Ja, gut. Für 4 Mana können wir irgendwas, was uns gerade wichtig ist, unzerstörbar machen. Nie verkehrt. Und eine Foil. Regress and Firequit. 3 Mana, 4-1 Kreatur. Eine Elementarkatze. In Foil. Schick. Ja, dazu noch ein Sumpf. Und ein bisschen Werbung. Ja, super. Weiter geht's. Booster Nummer 8 und 9, zwei haben wir noch. Also bisher schon einiges gesehen. Gute Karten dabei. Kann man direkt mit anfangen, sich ein schönes Deck auszubauen. Und dazu passt auch diese Karte. Child of Night. Für 2 Mana in Schwarz ein Vampir mit Lebensverknüpfung. Lay of the Land ist auch eine sehr gute Karte für ein grünes Mana, eine Hexerei. Wir dürfen unser Deck nach dem Basisland durchsuchen, es vorzeigen, auf unsere Hand nehmen und dann unser Deck mischen. Kapash Knight haben wir jetzt dann schon 3-mal. Essence Scatter. Dark Favor, die Verzauberung, plus 3, plus 1. Und die Giant Spider, 2-4 für 4 Mana, Reichweite. Immer wieder neu aufgelegt, immer wieder gut. Im Draft nicht zu verachten. Tom's Gore. Für ein blaues Mana legt dieser Spruch die obersten 5 Karten von der Bibliothek eines Spielers auf den Friedhof. Kommt gut mit Traumatize zusammen, wenn wir darauf abziehen, dem Gegner die Karten vom Deck wegzunehmen. Minotaur Abomination. 6 Mana, 4-6. Ein Zombie Minotaurus. Sensory Deprivation. 1 Mana, eine Verzauberung in Blau. Eine Kreatur kriegt minus 3, minus 0. Act of Treason hatten wir gerade schon mal. Klaut eine Kreatur. Gnawing Zombie auch. Können wir eine Kreatur opfern. Dafür verliert ein Gegner einen Lebenspunkt und wir erhalten einen dazu. Angelic Accord macht uns Engel-Token. Kennt ihr auch schon. Bramble Crush. Für 4 Mana eine Hexerei. Zerstört eine Nicht-Kreatur bleibende Karte. Also alles außer einer Kreatur. Und jawohl, da haben wir doch was.
Garruk, Call of Beasts, 6 Mana, ja, der Planeswalker, kommt mit 4 Loyalitätsmarken rein. Die erste Fähigkeit, plus 1. Wir dürfen die obersten 5 Karten unseres Decks vorzeigen. Dann dürfen wir alle Kreaturen davon auf unsere Hand nehmen und den Rest unter unserer Bibliothek in irgendeiner Reihenfolge. Die minus 3 Fähigkeit. Wir dürfen eine grüne Kreaturenkarte von unserer Hand ins Spiel bringen. Das heißt, irgendwas Großes, Dickes, was grün gerade hat und zack liegt's. Die minus 7 Fähigkeit. Wir bekommen ein Emblem mit. Immer wenn wir einen Kreaturenspruch sprechen, dürfen wir unser Deck nach einer Kreatur durchsuchen und sie aufs Spielfeld bringen. Boah, da müssen wir unser Deck mischen. Das ist wirklich krass. Also eine sehr, sehr spielstarke Karte, der Garruk. Sehr gut. Deshalb auch Mystic. Schöne Karte. Ein Mountain. Und das war's mit Booster 8. Einen haben wir noch. Und der folgt sofort. So. Booster Nummer 9. Also, letzte Booster war wirklich spitze. Da kann man doch echt freuen. Rangers, geil. Für ein grünes Mana, ein Instant. Eine Kreatur unserer Wahl kriegt +1/+1 und fluchsicher bis zum Ende des Zuges. Die Pitchburn Devils für 5 Mana 3/3. Wenn die Pitchburn Devils sterben, fügen sie 3 Schadenspunkte zu einer Kreatur oder einem Spieler zu. Ascent Scatter, neutralisierten Kreaturenzauber. Lay of the Land macht uns noch mal ein bisschen schneller das Mana. Show of Valor. Eine Kreatur kriegt +2/+4 bis zum Ende des Zuges. Für 2 Mana ein weißer Spontanzauber. Demolish. Artefakt oder Land zerstören. Den Charging Griffin. Für 4 Mana ein 2/2 Greif. Und immer wenn der angreift, kriegt er +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Oh ja. Den Groundshaker Sliver. Für 7 Mana eine 5/5 Kreatur. Und Sliver-Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Trampel. Sprich, alle Remazuris kriegen Trampel, die wir haben. Gute Karte. Minotaur Abomination, hatten wir vorhin schon mal. Ein 4-6 Zombie. Thunderstrike. 2 Mana rot. Eine Kreatur kriegt, unserer Wahl kriegt +2/+0 und First Strike bis zum Ende des Zuges. Schöne Karte. Das Darksteel Ingot. Für 3 Mana ein Artefakt, das ist unzerstörbar. Und wenn wir es tappen, produziert das Ingot ein Mana einer beliebigen Farbe. Congregate, Zusammenkunft. Für 4 Mana ein Spontanzauber und ein Spieler unserer Wahl erhält 2 Lebenspunkte für jede Kreatur auf dem Spielfeld. Das heißt, sowohl unsere eigenen als auch die der Gegner oder wenn wir halt im Multiplayer sind, werden halt alle zusammengezählt. Die ist gut. Hier haben wir den Battle Sliver. Für 5 Mana eine 3/3. Und Sliver-Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen +2/+0. Erhöht also nochmal massiv den Angriff der Remazuris. Und Quicken. Für ein blaues Mana, ein Spontanzauber. Die nächste Hexerei, die wir in diesem Zug spielen, kann gesprochen werden, als ob sie aufblitzen. Das heißt im Gegner, oder im gegnerischen Zug, wie ein Spontanzauber. Und wir dürfen noch eine Karte ziehen. Eine gute Karte. Ja, dazu haben wir noch den Swamp. Und das war's mit Booster Nummer 9. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gerade gesehen habe. Es waren schöne Karten dabei. Definitiv kann man mit dem Pack sofort anfangen, was zu bauen. Ich finde es auch, wie gesagt, also vom Artwork her ist es einfach nochmal, ist eine richtig schicke Angelegenheit. Ne? Und ich meine, 9 Booster dabei, einen Würfel, Basic Lens, ne? Und ihr könnt direkt wirklich starten, entweder für eure Sammlung oder halt, wenn ihr ein Deck bauen wollt. Und ja, schaut es euch mal an, ob es was für euch ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Mir hat es Spaß gemacht, euch ein bisschen was zu zeigen. Und ja, es wäre schön, wenn ihr weiterhin unseren Videos folgt und hinterlasst doch mal ein paar Comments. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Bis bald.